Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, wir hatten im letzten Teil uns mit der Hauptbahn beschäftigt, im Video Fremo-Treffen Bardewijk 2022, und heute soll die Nebenbahn dran sein. Ja, da sehen wir hier den Bahnhof Hirschberg. Beim Aufbau, hier sind die Strecken noch nicht angeschlossen, links ist die Hauptbahn, das hat man wie gesagt beim letzten Mal. Und auf der rechten Seite geht hier die Nebenbahn ab, und das soll das erste sein, was uns heute hier beschäftigt. Das Arrangement habe ich diesmal ein bisschen anders eingefärbt, damit es etwas deutlicher zu sehen ist. Wir haben hier wieder die Hauptbahnstrecke, das würde ich dann nochmal verlinken, darum ging es ja im letzten Video. Hier ging es von Hirschberg über Eichfelden. Dann haben wir hier diese Stelle auf der linken Seite, wo sich die Strecke so verengt. Das ist diese wunderschöne 3D-Druckbrücke, von der ich leider jetzt hier kein Foto habe, weil sie wirklich sehr ungünstig stand. Auch ein bisschen dunkel war dort in der Halle zum Schattenbahnhof Glösa. Eigentlich hat ja die Nebenbahn den gleichen Ausgangspunkt wie die Hauptbahn, nämlich den Schattenbahnhof Plagwitz, den wir jetzt hier auf dem Bild sehen, wofür dort natürlich die verschiedensten Fahrzeuge vorrätig waren. Wenn wir hier die Baureihe 57 sehen, die da am linken Bildrand steht, das ist ja auch eine Nebenbahnlok. Für die Nebenbahn waren natürlich auch Fahrzeuge vorgesehen, wie hier zum Beispiel diese sächsische 3BT, die übrigens komplett selbst gebaut ist. Das ist also dem Bausatz, der war früher mal von M&F. Und dann Modell Loco ist dem nachempfunden und ist hier allerdings hauptsächlich 3D gedruckt mit Gestänge aus Gussteilen gebaut worden. Wer dazu genaueres sehen möchte, muss da auf den Kanal der Obererzgebirgigen Aussichtsbahn schauen, die ich jetzt hier verlinken möchte. Der Personenverkehr fand unter anderem mit diesen Triebwagen hier statt. Es fuhr dann auch ein Personenzug, und wie wir das dann später noch sehen, gab es auch noch einen Eilzug, in dem sogar Kurswagen mitgefahren sind. Hier fährt dann eine Baureihe 64 1928 gerade frisch ausgeliefert mit einem Personenzug mit, naja, einigen sächsischen und preußischen Wagen da auf der Nebenbahn. Dann kommen wir hier zu einer meiner Lieblingsstellen, die einmal schön gestaltet war mit dem Felsen im Hintergrund, der so ein bisschen nach Kalkfelsen aussieht, und zum anderen natürlich schön im Licht war, weshalb ich dort mehrere Aufnahmen gemacht habe. Unter anderem diesen Eilzug, ich hoffe, dass einer war von der Lok her, würde ich jetzt mal sagen, den ich gerade schon erwähnt habe, wo hier am Ende noch ein paar Kurswagen, ein Kurswagen zumindest dran hing. Am Schluss dann noch ein Postwagen, der sicher dann auch unterwegs angehangen wurde. Güterverkehr gab es natürlich auch, wie hier mit einer preußischen G7. Ich nehme an, dass es die Maschine von Brava ist. Ja, mit halt einem bunten Güterzug hinten dran. Also einem Nahgüterzug. Ja, was so ein Nahgüterzug ist, das wird mal Thema eines folgenden Videos sein. Also das Thema habe ich mir eigentlich schon auf die Fahnen geschrieben, dass wir das mal bringen. Hier mal kurz die Sicht in Gegenrichtung. Wir haben hier jetzt eine Betriebsstelle, die nennt sich Eichfelden. Ein wunderschöner kleiner Bahnhof, ganz hervorragend gestaltet. Ja, also da bleibt kein Gestaltungswunsch offen, wenn man sich das hier so anschaut. Das einzige Problem beim Fremo war, dass da war irgendeine Kurve davor, die war zu eng. Und das sind dann so die, naja, doch sehr eng gekuppelten Fahrzeuge. Manchmal hat da das eine oder andere aus der Schiene gedrückt. Ich weiß es nicht, ich nehme an, das wurde korrigiert, weil ich habe da jetzt nichts gesehen. Hier wäre dann noch Johnsdorf, eine Betriebsstelle, die wir mitgebracht haben, also aus unserer Leipzig-Gruppe. Und hier dann wieder zurück den
Blick über viele schöne gestaltete Module, hier wieder mein Kalksteinmodul, in Richtung Hirschberg. Hier haben wir noch eine schöne Brücke und einen Fluss, der auch nicht schlecht gestaltet ist, aber da müsste der Kollege, dem das Modul gehört, mal einen Putzeinsatz machen. Da war eine richtig dicke Staubschicht auf dem Gewässer. Ja, und dann sind wir hier wieder in Hirschberg angelangt. Ja, noch ein paar kleine Blicke nach Eichsfelden. Haben wir hier den schönen, zwei schöne Pferdewagen noch, die dort standen. Von Eichsfelden in Richtung Schattenbahnhof haben wir hier wieder unseren Eilzug, der hier in langsamer Fahrt dem Schattenbahnhof Glösa entgegenfährt. Ich glaube sogar, den habe ich selber gefahren und gleichzeitig gefilmt. Ich war unaufmerksam als Lokführer. Schande über mich. Den Schattenbahnhof Glösa, da habe ich leider nur eine sehr kurze Sequenz, die war 0,6 Sekunden lang. Die musste ich also hier extrem verlangsamen, damit wir den überhaupt hier zu Gesicht bekommen. Damit wären wir jetzt beim nächsten Kapitel der Privatbahn. Die Privatbahn zweigt von der tschechischen Strecke ab. Es gibt also da einen tschechischen Grenzbahnhof, der zum einen auf die Hauptbahn abzweigt und zum anderen auf die Privatbahn. Dort gibt es dann den Schattenbahnhof Schützenplatz, der sozusagen das Ende der Strecke ist. Davor haben wir den Bahnhof Kleinau West. Da stand allerdings was anderes dran, bilde ich mir zumindest ein. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher, weil ich da selber auch nicht gefahren bin. Dann haben wir die Keksfabrik Trüller. Da saß auf dem Stuhl immer das Krümelmonster, was dann sozusagen auf dem Bahnhof oder auf die Betriebsstelle ein bisschen aufgepasst hat. Ja, und dann haben wir da noch einen Abzweig im Bereich, den ich jetzt hier auch nicht auf der Karte sehe, jetzt als Namen. Sehr schön gestaltet ist hier diese Betriebsstelle, die gerade erwähnt hatte, dass die also nicht keinen Namen hat auf dem Plan. Ja, so hätte eigentlich auch mein Steinbruch aussehen sollen, ne? Aber das, na, habe ich halt nicht so gemacht. Der ist ja auch genau genommen eigentlich Epoche 1, und zwar relativ frühe Epoche 1, weil der schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts geschlossen wurde. Während das hier sicher auch in der Epoche 3 verwendbar ist. Wir folgen jetzt mal diesem Triebwagen über die ganzen doch sehr schön gestalteten Module, die also die Privatbahn da vorzuzeigen hat. Wobei ich jetzt nicht garantieren kann, dass das alles in der Reihenfolge alles stimmt, weil ich diesen Triebwagen sicher mehrfach aufgenommen habe. Der ist ja nicht bloß einmal da hin und her gekreist. Hier haben wir noch einen kleinen Haltepunkt, auch sehr schön gestaltet. Nee, also ich mache den meistens den Ton eh aus, weil, was das war eigentlich schon mit Bild. Jetzt an. Ja. Weil ich ja sowieso dann drauf quatsche und dann gibt das so Kübbelmuddel mit, da blickt dann gerne mal durch. Und weiter geht's. Dann wird das meistens alles ein Was bisschen das jetzt von Triebwagen ist, übertrieben. sieht mir so ein bisschen nach Kleinseil aus. So noch Ja. Messingbeisatz. Also Triebwagen bin ich kein Experte. Und bei irgendwelchen Privatbahnfahrzeugen, dann ist es bei mir gleich ganz aus. Und wenn sie dann auch noch aus dem westlichen Teil des Landes sind oder dem nordwestlichen, dann ist sowieso bei mir alles zu spät. Also das weiß ich dann nicht mehr. Hier sehen wir dann die Keksfabrik. Hier nochmal im Einzelnen. Gebäude sind zum Teil, naja, noch aus Papier. Aber das wird sich noch ändern. Das ist eine sehr schöne Betriebsstelle. Rost an den Gleisen, das sieht alles ein bisschen aus hier wie stillgelegt. Ne? Also es ist mir ein kleines bisschen zu hell. Aber das werden wir uns wahrscheinlich im letzten Teil nochmal angucken. So wie es jetzt aussieht, das Video ist ja jetzt so bei rund 10 Minuten, werden es wohl am Ende vier Teile werden.
Also wir werden dann uns im dritten Teil dann noch mit dem tschechischen Teil des Arrangements befassen. Da haben wir das eine oder andere sicher schon gesehen in früheren Videos, weil die ja auch sehr oft dann bei dem Leipziger Fremo-Treffen waren und sich hier zum ersten Mal aufgemacht haben nach Bardowick, was für die wirklich ein weiter Weg ist. Ja, und zum Schluss weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ich wollte hier mal noch mir die Landschaft mal ein bisschen genauer angucken, weil Sachen, die... Der Kanal ist ja eigentlich gegründet worden, um sozusagen für andere Modellbahner oder um auch mal Tipps zu geben. Ne? Also bei anderen Kanälen heißt das immer Tutorial. Ich bin immer kein Freund von irgendwelchen englischen Begriffen. Also das ist nicht so meins. Ja, hier leider so in der Finsternis der Halle sind leider auch ein paar unscharfe Aufnahmen dabei. Aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Aber eben nicht nur das Fahrzeug, sondern auch links und rechts halt die Landschaft sieht. Was hier also wirklich sehr hohem Niveau dann gestaltet wurde. Es galt übrigens für das ganze Treffen. Also es waren sehr wenige Module dabei, wo also man gesehen hat, dass da noch irgendwas gebaut werden muss. Also die Keksfabrik Trüller war jetzt so ein Beispiel. Aber es war eben auch sehr viel, wo wir, also was eben sehr gut durchgestaltet war und die Module auch komplett fertig waren. Na, so wie wir das hier jetzt gerade sehen. Ja, hier geht es dann in den tschechischen Grenzbahnhof, da muss ich dann erstmal schauen, wie der hieß. Das habe ich jetzt im Moment nicht parat, aber da wird es dann sowieso im dritten Teil dann darum gehen. Der hat also hier den Verkehr der Privatbahn und den Verkehr, sagen, den eigenen Verkehr, Grenzverkehr, also hier. Gemacht. So, hier haben wir auch noch einen Güterzug. Also auf der Privatbahn fuhren nicht nur die Triebwagen, sondern es fuhr auch ein Personenzug. Hier hängen auch ein paar Personenwagen drin, sehe ich gerade. Also das wäre dann hier Personenzug mit Güterbeförderung oder Güterzug mit Personenbeförderung, was auch immer. Das habe ich, habe jetzt Fahrplan nicht vorliegen. Aber ich dachte, ich hätte auch einen reinen Personenzug dort gesehen. Mal gefahren sein muss. Das ist übrigens eine Elna, die da vorne dran hängt an dem Zug. Das ist also eine Lok, die speziell, also eben nicht für die Bahn, für die Reichsbahn gebaut wurde, sondern für diverse Privatbahnen. Wo allerdings dann mit der Verstaatlichung von Privatbahnen natürlich auch Maschinen dann irgendwann mal bei der Reichsbahn gelandet sind. So, damit wären wir schon am Ende dieses Teils. Ich habe also hier mitten im Schnitt festgestellt, dass wir hier, naja, schon bei über 12 Minuten sind und dass der Video zu lang wird, wenn wir jetzt diesen tschechischen Teil noch hier praktisch am Video lassen. Deshalb wird es diesen Teil in einem nächsten Video geben. Ja, da habt ihr einen Grund, euch zu freuen. Also da, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, keine deutsche Staatsbahn ist, werden es sehr schöne Bilder. Und sehr schöne Züge, also es lohnt sich, das dann anzugucken. Und wir sehen uns bis dahin. Einen schönen Abend und macht was draus.